Servus, herzlich willkommen zurück, du bayerischer Neugieriger da draußen vom PC, die Laptop und TV. Wir öffnen heute eine Box, eine Loot Chest Box 2018 im März. Den Monat Januar und Februar habe ich mir geschenkt. Ich habe euch gesagt, dass ich diese Box nicht abbestellt habe. Aus Versehen, oder vielleicht wollte ich doch noch ein bisschen was erhalten, wie dieses schöne T-Shirt hier. Ich finde diese Farbe auch ganz herrlich toll, muss ich schon sagen. Ich mag Rot. Gut, gleich Kraftübung gemacht für meinen Trizeps. Ja, diese Box hier existiert im März und ich habe mir gedacht, heute habe ich Zeit und ich kann das öffnen. Was ich noch dazu sagen will, ist, dass ich vielleicht, warum sage ich immer vielleicht, das ist immer so, ich will mich nie hundertprozentig festlegen. Nein, ich werde euch das hier auch zeigen. Das ist aus der letzten Box, das ist nämlich von Assassin's Creed so eine schöne flauschige Decke. Und das wollte ich hier auch nochmal aufmachen. Und, ich war es hier. Das war auch drin, also es war noch mehr, es gab im Januar, glaube ich, so eine, glaube ich, so sagt er schon wieder, glaube, ne? Also, es gab eine Yu-Gi-Oh! Box mit Karten, aber das waren keine so offizielle Sammelkarten, sondern Sammelkarten über die Personen, so viel ich weiß. Doctor Who Universe, das ist so eine Fressschüssel. Nein, für, sag schnell, Müsli. Aber erstmal zu der aktuellen Box. Allerdings musste ich es doch nochmal richtig schön öffnen, weil ich sonst meine Handschrift nicht los hätte bringen können, aber ich habe das jetzt nochmal gemacht zum Zeigen. Und ich klappe jetzt mal hier auf, weil das kann. Jetzt mache ich das so wie Mitsus Katze. Mitsu Katze, ja, Mitsu Katze, so heißt sie. Würde sie gerne mal verlinken unter diesem Video. Könnt ihr mal reinschauen, das ist ein ganz netter, schnurriger Kanal. Sie dreht die Box immer so um. Ob ihr das jetzt so sehen könnt. Wir können auch mal flexibel sein. Dann seht ihr wenigstens die Ordnung, die Unordnung von mir hier. Ein bisschen. Weihnachten und so. Aber okay, selber dahinter gestellt, jetzt sieht man mich aber gar nicht mehr. Schade. Also, dass sie das hier eben so macht. Ja? Und man sieht es nicht, ich sehe es jetzt auch nicht, weil ich hier bin. Und dann wühle ich. Also, es wird wahrscheinlich gleich dieses T-Shirt sein. Und ich mache es dann so. Oh, eine blaue Farbe. Die ist blö. Und da ist ein cooles Motiv wahrscheinlich drauf. Ich schaue es mir mal so kurz an. Das ist. Haha, ihr werdet es lieben. Ihr werdet es lieben. Aber jetzt muss ich wieder umstellen, ne? Ich muss wieder umstellen, aber ich zeig's euch. Ein blaues T-Shirt. Rot, blau, blau. Sind meine Lieblingsfarben. Soweit. In T-Shirt-Form. Da ist der Link drauf. Tree Removal. Tree Force. Links Locks. Ist der Link drauf? Voll toll. Ja, geil. Und die Farbe ist auch sehr hübsch. Wir können es jetzt mal so machen. Überraschung. Das ist aus Naruto. Naruto. Ein Poche Cartes Card Sleevers. So ein Kartenhalter vielleicht. Ich schneide mir das mal auf. Ich habe alles da. Es ist ein Unboxing-Video, also muss man das auch sehen, wenn ich schneide. Das ist was Reiches. Na da. Also es ist nochmal verpackt, ne? Es ist nochmal verpackt. Was ist denn Karten?
Aber die sind so gebogen. Ich weiß nicht warum. Aber die leuchten so schön. Naruto, das ist Sasuke. Sasuke? Das sind Aufkleber. Sasuke! Sasuke-Aufkleber. Oder? Das kann man irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob das passt. Das ist so eine Folie drinnen. Seht ihr das? Na, das ist. So eine Art Folie. Und keine Ahnung. Das ist eine Hülle. Ah, damit kann man seine Karten reintun. Seine Naruto-Karten hier rein. Dann hat man sie so und auf der anderen Seite Sasuke und so. Geil. Kann ich aber leider nicht gebrauchen. Werde ich irgendjemanden, einen guten Freund, damit eine Freude machen, wenn ich irgendwann mal wieder was verschenke. Das werde ich tun. Hm? Genau, das sind so Kartenhüllen. Für eure Karten könnt ihr auch von Pokémon nehmen. Wenn ihr wollt. Ne? Also okay, gut, dann weiter. Wow, was haben wir hier? Wir haben hier eine 3-MP3-CD aus Perry Ronda Neo. Die Zukunft beginnt von vorne. Episode 1, Sternenstaub von Frank Borsch. Das Jahr 2036. Die Menschheit steckt in der Krise. Überbevölkerung. Oh, da war die Population aber gewaltig. Klimawandel und Terrorismus lassen die Kriegsgefahren weltweit steigen. In dieser Lage wird der amerikanische Astronaut Perry Rondon mit 3 Kameraden zum Mond geschickt. Dort scheint etwas unheimlich vorzugehen. Mit einer uralten Rakete starten die 4 Astronauten. Auf dem Mond treffen sie auf Außerirdische. Diese bezeichnen sich selbst als Akronoiden und halten die Menschen für primitive Wesen, die voll Hass und Kriegslust stecken. Doch Rondon findet ihre Schwäche heraus. Er schlägt den Aliens einen gewagten Handel vor. Sein Ziel ist es dabei klar, mithilfe der märchenhaften Technik der Fremden will er die Menschheit einigen und damit alle Kriege und Katastrophen für immer beseitigen. Laufzeit 6 Stunden. So. Hört sich gut an. Kann man sich anhören. Ich weiß, es spiegelt, aber so ist gut. Kaufen Sie jetzt für nur 1,99 €. Telenovela. Gut. Weiter geht's. Ah, cool, das kenne ich. Das hat doch... Ja, Mitsukatz auch. Die Moneybox. Da kommt Geld rein. Und ich glaube, hier wackelt auch. Das ist so ein Wackelbild hier von Mario. Mario! Das ist cool. Das ist der Wahnsinn. Spiel's mit meinen Gefühlen. Dieses Lied geht mir manchmal nicht mehr aus dem Kopf. Fühlen. Manchmal muss man mich echt erdulden, ich sag's euch. Ich ertrag mich manchmal selber nicht. Ach, das ist eh. Also, hier oben kommt dann das Geld rein. Und hier dann, da wackelt es. Das sieht man sogar auch. Hier dann die Münzen sammeln. Und man kann es, glaube ich, auch, öffnen. Uffi. Also. Das kenne ich aus King's Loot. Also die Mitsukatze macht das ja mit King's Loot Boxen. Und da ist das auch mit bei. Nostalgie, pur. Das gefällt mir übrigens sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, nur noch eines. Das ist was Dickes. Das ist ein Buch. Ob ich halt's falsch. Ein Marvel Comics. Das ist auch wieder so ein Notebook, wo man was reinschreiben kann. Letztes Mal habe ich das auch mal von Games of Thrones gehabt, jetzt ist es eben eins von Marvel Comics. Auch eine ganz nette Sache, finde ich. Und das war es dann eigentlich von
Warte, ich schaue noch mal kurz rein. Nein, nicht ganz. Es gibt Süßigkeiten wieder. Für die Zombie. Ne? Süßigkeit. Und hier gibt es noch. Das kann ich das dann. Wenn ich nicht meine Fingernägel abbeißen denke. Sag mal. Nur das Booklet abbleibt, weil. Weiß ich nie. So. Aber wir hätten das dann. Sea of Thieves, yes! So ein Poster. Das ist geil. Das wollte ich jetzt halt eigentlich ja auch mit jemandem spielen, mit den Nori, aber sie hat leider schon jemanden. Aber kann man vielleicht sogar mit mehreren spielen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich weiß es jetzt nicht. Aber okay. Ein geiles Poster. Und dann das Booklet. Jetzt baue ich mein Lager wieder ab. Macht mir die Kiste hier weg. So, Leute, ich will euch wieder sehen. Ist das schön. Wir haben erstmal ein Resümee aus einem T-Shirt. Link. Sherry, ich bin ein Chamäleon. Ich werde von Rot auf Blau. Dann habe ich ein Poster. Dieses wunderschöne Notebook. Die Spargelbox. Dann eine anhörbare CD. Was auch mega cool ist. Die hüpft überall rum. Ne? Also, weißt du wie? Dann die Hülle, ich zeige jetzt nur eine Hülle von Naruto. Ich schaue mir jetzt gerade so um mich herum. Das war's eigentlich, weil ich habe hier nichts mehr liegen. Genau, das war erstmal das hier. Und jetzt halt aus dem Heftchen lese ich mal euch was vor. So. Blablabla, bla, bla. Genau. Letztes Mal, wow, du wirst keine Lootbox mehr verpassen. Das war diese Who-Box und ein T-Shirt. Dann, A Games of Thrones Kochbuch war drin letztes Mal. Genau. Okay, das T-Shirt für 14 Euro und die Sparbox für 12 Euro. Die CD für 9 Euro und das Sea of Thieves war für 4 Euro. Gar nicht sehen, weil ich es jetzt sehr gut gestaltet habe. Aber die Sparbox, aber ich habe das jetzt auch alles gesehen, um ehrlich zu sein. Ist mir das jetzt nicht so wichtig. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Auch wenn ich es jetzt mal von anderen sehe. Genau, dann die Card-Sleevers, das ist ein Kartenschützer. Marvel Retro, das ist dieses Book, aber jetzt frage ich mich, wo das T-Shirt ist. T-Shirt, ach, das T-Shirt war das, ja, genau. Ja. Das war das Plus. Das ist das Plus extra. Naja, Notebook. Ich muss sagen. Also, das Heftchen zeigen ist jetzt nicht für mich immer so das prickelndste Erlebnis für so eine Lootbox. Das ist eine gute Farbenkombo. Aber ich wollte euch ja noch was anderes zeigen. Das wird wahrscheinlich ein ganz langes Video. Oh, heute ist Sonntag. Kann man das auch schön machen. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon aufgemacht einmal. Genau, diese Dr. Who Müsli-Becher. Ich wollte es einfach nochmal zeigen. Weil die ist doch aus praktisch und will ich jetzt auch langsam einsetzen in meinem Haushalt. Und jetzt noch mal zu zu diesem wunderschönen Assassin's Creed Flauschidecke. Die ist wirklich flauschig.
Wasche, wasche. Wasche, wasche. So, also. Flauschi, flauschi. Und jetzt müssen wir das hier auch nochmal irgendwie abmachen. Somit rollt sich die Rolle aus. Ja, sieht auch schön im Video, sehr gut. So leicht, wie es gedacht hat. Assassin's Creed. Flauschi Decke. Wenn ich jetzt Katzen zu Hause hätte, würde ich jetzt die darauf schlafen lassen. Ist schon nice, ne? Hallo, ich bin der Assassin-Typi. Ich hechte über die Dächer, schwängere viele Frauen und kann morden, rauben, was das Zeug hält. Ja. Dann wurden die wieder reich beschenkt hier. Das war mal wieder eine Box hier. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören bis hierher. Schön, dass euch die Sachen auch gut gefallen haben. Lasst euch mal überraschen, wer mal beschenkt wird, wer nicht. Ich sage jetzt gar keine Verlosung. Bye.